Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3 und zu Mysterien. Ja. Ich habe ein paar Infos, die ich euch im letzten Part versprochen hatte, aber nicht abgeliefert habe. Ich suche die gerade hier schnell raus bei mir. So. Legen wir mal los. Mit ein paar Mysterien bezüglich Fallout 3, ja? Gut. Also, es gab zum Beispiel eine Vault. Fangen wir von dem niedrigsten an und gehen zum höchsten. Und zwar Vault 11. Also 11. 1-1, ja? Vault 1-1 oder 1-1 oder wie man auch immer sagen will. Och nee, lass die mal hier. Oder warte. Jericho! Du kannst ja alles tragen. Was geht? Ja, Vault 11. 11. 11, whatever. Aber gern. Lassen Sie sehen, was Sie haben. Ist eine Vault gewesen, die ein sehr starkes demokratisches System hatte. In der ging es halt darum, dass die Bewohner der Vault, ich weiß jetzt gar nicht in welchem Abstand, ja, auf jeden Fall war diese Vault sehr demokratisch abgestimmt. Und zwar nicht direkt, um einen Aufseher zu bestimmen. Denn der Zentralcomputer war in dieser Vault der Aufseher. Und der Zentralcomputer war so darauf ausgelegt, dass er... Diese Musik ist so laut, ich hab die Lautstärke von Windows so unfassbar leise. Aber die Musik, die ist auf den Kopfhörern so laut, als würde ich ein Live Metallica Konzert bei voller Lautstärke hören. Jedenfalls mussten die Bewohner dann abstimmen, wer sich als nächstes, ist das nämlich der Clou an der ganzen Sache, denn zur Hintergrundinfo, wie gesagt, der Zentral, ich laber gerade total scheiße, ich fange komplett von neu an, vergesst alles, was ich gerade gesagt habe, löscht es. Und wir fangen von vorne an. Sorry, aber... Ja, Vault 1.1, Vault 11, hatte ein sehr starkes demokratisches System. Dieses sehr starke demokratische System... Ja, geil. Wollen Sie mich verarschen? Ja, nicht schießen, Jericho. War darauf ausgelegt, dass... Perfekt. Dass halt die Vault-Bewohner abstimmen mussten. Jetzt nicht einfach nur so, wer der Aufseher wird, denn der Aufseher war nämlich der Zentralrechner der Vault, sondern hat die Vault Opfer, also menschliche Opfer verlangt, der Zentralcomputer, und die Leute mussten halt abstimmen in der Vault, wen sie als nächstes dann opfern wollen. Denn ansonsten wird, wenn jetzt dieses Opfer nicht vollbracht wird, die Vault die Lebenserhaltungssysteme abschalten. So. Und die Bewohner haben dann halt gewählt und gewählt und, ich habe mich so richtig schön fertig. Lief auch alles ganz gut, bis halt irgendwann die Vault-Bewohner dahinter gekommen sind, dass das alles vom Zentralrechner ausgeht und die können den Rechner auch nicht austricksen oder sonstiges. Ey, dieses Scheißgas hier drin. Die Spielchen sind zu Ende. Zeit zu sterben. So, eine ist auch schon mal weniger. Und jetzt hat er rumgeballert. Geil. Immerhin ist das Gas jetzt weg. Und jedenfalls haben dann die aus dieser Vault,
Ich denke, reicht es, wenn ich sage, dass keiner lebend rausgekommen ist, denn die letzten 4 Vault-Bewohner haben beschlossen, dass sie alle Suizid begehen und nicht mehr in dieser Vault leben müssen, denn so oder so, sie würden sterben. Und deswegen haben sie halt beschlossen, dass sie alle Suizid begehen und dem Ganzen so mit ein Ende zu machen. Und das ist eben in Kurzform erklärt die Geschichte von Vault 11. So. Nein! Doch. Kronkorken. Was haben wir noch hier drin? Kronkorken. Kronkorken und Munition. Hat sich gelohnt. Dann gab es eine Vault. Vault 12. Vault 12 war eine Vault. Ich muss immer wieder kurz aufs Handy gucken. Da habe ich nämlich die wichtigsten Schlüsselinformationen der jeweiligen Vaults aufgeschrieben. Ich kann mir die nämlich nicht alle hundertprozentig merken und würde dann sonst nur Scheiße erzählen. Vault 12 war eine Vault. Die hatte den Hintergrund, dass die Bewohner, also ja, dass halt die Radioaktivität, also die radioaktive Strahlung. Stirb! Verdammt noch! Wo kam der denn jetzt her? Jedenfalls war Vault 12 daraus ausgelegt, dass die Radioaktivität auf Menschen überprüft wird, also die Auswirkungen davon und allem. Und das ist natürlich darin geendet, dass das die Bewohner alle zu Ghoulen mutierten. Und eben um dies genau zu testen, wurden in der Vault die Tore nicht geschlossen. Ach du Scheiße, ich bin sowas von überladen jetzt gleich. Ja, bin ich jetzt schon. Jericho, du musst ein paar Sachen für mich tragen. Aber gern. Lassen Sie sehen, was Sie haben. Sonstiges. Erstmal der schwerste wegpacken. Den Kram, das. So. Und ja, die ganzen Leute sind halt nach als zu Ghoulen mutiert. Ach, jetzt bin ich hier in dieser Vault. Auch in dieser Vault, sage ich schon. In dem Bereich der Akademie. Okay. Ja, und die Tore wurden nie richtig verschlossen. Die Leute waren immer da drin. Und wie gesagt, die wurden halt zu Supermutanten. Auch Supermutanten zu. Boah, geil, ein Vorkriegsbuch. Zu Ghoulen und ja, die hatten halt echt absolut gar keine Chance. Nehmen wir alles mit. Ebenso. Den Pfeiler dich gerne. Und ja, wie ihr schon gemerkt habt, dadurch, manche Vaults wurden zu experimentellen Zwecken eingesetzt. Auch zu Sozialexperimenten.
Zum Beispiel in Vault 19 war es das soziale Experiment, dass die Vault-Bewohner in zwei Gruppen aufgeteilt wurden. Und diese zwei Gruppen, eine Gruppe hatte den Aufseher auf ihrer Seite, wenn ich mich nicht irre, und die andere Gruppe, auch Dogmeat, halt nicht. Und die beiden Seiten, oder es gab zwei Aufseher, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und beide Seiten haben halt Misstrauen gegen die andere Seite stiften müssen. Oder dafür sorgen müssen, dass es dazu kommt. Sprich, dass die eine Seite, um es jetzt mal so zu nennen, die hat dann gesagt, ey, hier, der hier verrät bla 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 oder was weiß ich nicht alles. Also die mussten halt dafür sorgen, die eine Seite musste dafür sorgen, dass die andere Seite sich zerstreitet und umgekehrt. Das war das Experiment dieser Vault. Was gab es noch? Vorkriegsgeld. Vault 21 war zum Beispiel eine Vault, die war komplett auf Glücksspiel ausgelegt. Also alle Differenzen, die die Bewohner unter sich hatten, und alle Streitigkeiten wurden mit Glücksspiel gelöst. Was weiß ich, Würfelpoker, allgemeines Poker, Blackjack, keine Ahnung. Entschuldigung, Dogmeat. Darauf war diese Vault ausgelegt. Dann gab es eine Vault. Und zwar Vault 22. Die war darauf ausgelegt, auf Experimente. Es gab halt drei Gruppen von Vaults, die Sozialexperimente, die normalen Experimente und die halt, um halt das Überleben zu sichern. Oh, was ist denn das für ein geiles Bild gerade gewesen? Hä? Hast du wen? Hast du wo? Wollen Sie mich verarschen? Ach geil, Theater. Nice. Na, tut das Schwert wieder raus. Einige Gegner gibt's hier noch. Hau jetzt nicht ab, du Arsch. Ey, willst du mich jetzt echt verarschen? Der haut echt ab. Was bist du denn für eine absolut feige Pussy? Bist du blöd? Es war so klar, dass noch ein scheiß Supermutanten-Überlord dabei sein muss. Ja, und Vault 22. Alter, jetzt reicht's hier mal langsam. Vault 22 war darauf ausgelegt, auf Pflanzen etc., damit halt andere Vaults verbessert werden konnten und mit Pflanzen, mit also Züchtung von Pflanzen und dem ganzen Kram quasi. Um das Überleben in den anderen Vaults zu verbessern. Damit man halt von Früchten leben konnte, von Anbau von Früchten etc. Da ist es auch noch ganz wichtig dazu zu erwähnen, dass Vault 0 oder auch Vault 1, ich glaube eher Vault 0, das war eine Vault, die diente komplett der Überwachung aller Vaults. Aber als halt der große Krieg ausgebrochen ist, ist die Verbindung abgebrochen und somit hatte ich das mit der totalen Überwachung ist jetzt einfach mal eh erledigt. Wodurch die Kommunikation zwischen den ganzen Vaults eben nicht wirklich, nicht wirklich möglich war. Und yo.
Zack. Na gut, hier haben wir aufgeräumt. Alles ist tot. Was ist das? Das ist gerade, ich dachte gerade schon. Hier haben wir nix. Stange Zigaretten, nur her damit. Oh. Shotgun Muni. Ist das nicht. Ist das das hier mitnehmen? Genau. Nein, danke. Ein Staubsauger, der hat uns auch noch gefehlt. Holen wir alles mit, warum nicht? Hier sowieso. Wall 27 wurde zum Beispiel komplett bewusst überbevölkert. Da gab es einfach mal das Doppelte mehr an den zugelassenen Bewohnern, sodass die Wall völlig überfüllt war. Ich glaube, wie das geendet ist, brauche ich gar nichts zu erklären. Und zwar immer wieder in Massenpaniken und Hysterien und der ganze Kram. Und mega Stress und was weiß ich nicht alles. Da ging es dann ordentlich zur Sache quasi. Eine Vault, ich glaube Vault 68 ist das, die 99 Männer beherbergte und eine Frau, und Vault 69 war das komplette Gegenteil. Das waren 99 Frauen und ein Mann. Ich denke, da braucht man auch nicht zu sagen, dass das mit der Bevölkerung da nichts geworden ist. Dass die Vault recht schnell ein Ende gefunden hatte. Und dann gibt es noch die Geschichte zu Vault 77, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich muss mal gerade eben kurz schnell nachschauen. Vault 29, auch interessant. Die Bewohner waren alle knapp über 15 Jahren und wurden bewusst von ihren Eltern getrennt. Die wurden in... Nee, keiner der Vault-Bewohner aus Vault 29 war älter als 15 und die Bewohner wurden bewusst von ihren Familien getrennt. Ich sehe gerade, es war krasser. Bei 68, da waren es 1000 Bewohner und es gab nur eine Frau. Und bei Vault 69, 1000 Bewohnerinnen und es gab nur einen Mann. Ja, Vault 77. Vault 87 ist übrigens eine Forschungsstätte eines speziellen Viruses, den wir mittlerweile mit uns rumtragen, und zwar den wir von John Henry Eden bekommen haben. Vault 77 ist eine krasse Geschichte. Und zwar handelt Vault 77 von einer Vault, in der ein einziger Mann alleine gelebt hatte. Ist das Blut? Ach, so ein Scheißvieh. Na, scheiß drauf. Und diese eine Person in Vault 77. Oh Gott. Die war halt, wie gesagt, allein in dieser Vault. Wurde alleine dort eingeschlossen. Und das Einzige, was es in dieser Vault gab, womit er sich hätte beschäftigen können, waren Puppen. Handpuppen. Und er hat halt immer wieder gegen diese Vault-Türen geklopft und halt Leuten in der Umgebung oder in der Nähe halt irgendwie hoffentlich mitteilen zu können, dass er eingesperrt ist und so weiter und so fort. Wir haben übrigens die Akademie abgeschlossen. Yay! Hat dort gegen die Vault-Tür geklopft wie bekloppt, in Hoffnung, dass sie niemand hört. Was natürlich nicht der Fall gewesen ist. Und irgendwann hat er sich halt darauf eingelassen und dann ist halt nach einiger Zeit hat er angefangen mit den Puppen zu sprechen. Und dann wiederum, nach einiger Zeit, ja.
So. Nach einiger Zeit, der hat einen Albino-Skorpion kalt gemacht. Da oben läuft eine Todeskralle, echt belebtes Ödland hier. wo war ich? Och ne, da ist ein Meierlurk, da will ich nicht lang. Kann ich hier irgendwo rüber, damit ich nicht durch das Wasser muss? Wo komme ich denn jetzt hier direkt eigentlich hin? Zu der Massenrelease-Station. Gehen wir erstmal dahin. Der fing dann halt mit den Puppen an zu sprechen. Das ging dann irgendwann so weiter, dass er halt wirklich durchgedreht ist. Hat diesen ganzen Puppen eine Identität gegeben, die halt so weitreichend war, dass er den richtigen Hintergrundgeschichten ausgedacht hat, von wo diese Puppen genau kommen, denen er hat den Namen gegeben, wie gesagt, wo diese Puppen gelebt haben vorher, bevor alles losging, und das ging halt irgendwann so weit, dass das Ganze so eskaliert ist, dass dieser Puppenmensch, nenne ich ihn jetzt mal, in Mordfälle unter den Puppen verwickelt wurde. Sprich, was weiß ich, in seinem Wahnsinn hat andere Puppen den Kopf abgerissen oder so. Und daraus wurden dann ganze Mordfälle gestrickt und Mysterien und was weiß ich nicht alles. Ja, der Art hat echt überhaupt nicht mehr richtig getickt da. Hol jetzt die scheiß Sniper raus! Kam quasi halt. Ja, da kam halt quasi jede Rettung zu spät. Der ist auch irgendwann aus der Ward rausgekommen. Ich weiß echt nicht wie, aber irgendwie hat er das geschafft. Ups, na egal. Irgendwie hat er es halt geschafft, aus dieser Ward rauszukommen. Und hat im Ödland seinen Wahnsinn verbreitet. Lass die scheiß Dings los. Mich würde jetzt echt interessieren. Wo Jericho langläuft. Das sehen wir dann jetzt aber eh. Oder das können wir jetzt eh umgehen, damit er uns komplett wegrennt, indem wir halt einfach die Schnellreise machen und zack, ist er da. So schnell kann es gehen. Verdammt! Da hatte ich gerade wieder einen scheiß Leck gehabt. Vielleicht ein Ruckler. Tot. Du bist tot. Dogmeat. What the fuck? Da lang wollen wir. Das ist ein Augenbot. Ein Radiobot, Augenbot der Enklave. Deren Basis gibt es ja auch nicht mehr. Die haben wir ja kaputt gemacht. Ja, und es gibt halt noch verdammt viele interessante Geschichten zu den Vaults. Ich bin da jetzt ein verdammt schlechter Erzähler gewesen, weil ich auf kleine Informationen zugreifen musste. Aber schaut einfach mal bei Google oder bei YouTube Vault Mysteries ein, also Fallout Vault Mysteries oder so, und ihr werdet fündig. Da gibt's auch eine Menge Videos, die Geschichten zu den Vaults erklären, zeigen, whatever. Au.
Ja. Speichern geht. Speichern kann ich auch hier, ne? Ja. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, denn dieser Part ist jetzt vorbei. Euer Steve von der Online Game Masters. Ciao. Bis dann.